Schön, dass du hier bist. Ich freue mich jetzt an Florentins tollen Vortrag anzuschließen und an Julias tollen Vortrag. Und bei mir wird es darum gehen, wie wir durch Yoga dieses Leben besser meistern können. Eine Frage, die mich schon immer so sehr beschäftigt hat. Und ich praktiziere seit ungefähr 10 Jahren Yoga und war irgendwann an diesem Punkt, dass ich mir dachte, okay, es ist ja schön und gut, immer wieder auf diese Matte zu treten. Aber irgendwie kann ich diese Dinge, die ich auf der Matte übe, nicht mitnehmen. Und dann kam dieser tolle tantrische Hatha-Yoga-Ansatz und Wander in mein Leben. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, okay, wenn wir Yoga auf diese Art und Weise praktizieren, dann kann es wirklich einen Unterschied in unserem Leben machen. Und darum soll es heute gehen. Noch kurz zu meiner Person. Ich bin neben dem Yoga-Lehrerinnen-Dasein Erzieherin, systemische Beraterin und Sozialpädagogin und arbeite in der geschlossenen Psychiatrie. Das heißt, ich habe auf meinem Weg schon immer Menschen begleitet, die sehr herausgefordert waren durch ihr Leben, die nicht die besten Startmöglichkeiten hatten und die in der Regel sehr große Probleme damit hatten, ihr Leben selbst zu gestalten. Und es ging schon bei den Kindern an und es hat mich immer so sehr bewegt und ja, mich aus diesem Aspekt schon immer sehr interessiert, auch weil ich selbst nicht das einfachste Kind war. Meine Mama, glaube ich, ist heute auch dabei, die könnte es bestätigen. Ich hatte als Kind auch immer sehr starke Wutanfälle und konnte mich nicht so gut selbst regulieren. Und so bin ich auf Yoga gekommen. Und ich werde jetzt einmal die PowerPoint starten. Ich hoffe, das klappt. Okay, how to das Leben besser meistern mit Yoga. Unser Leben ist nicht immer Disco und Pommes. Das, glaube ich, ist eine Aussage, die jeder bejahen kann. In der Regel lieben wir dieses Leben und freuen uns darüber, dass wir dieses Geschenk erhalten haben. Und dann kommen immer wieder diese Stolpersteine dazwischen. Streitereien mit dem Partner, mit den Kindern vielleicht, Konflikte in der Beziehungsebene, Probleme am Arbeitsplatz, Gefühle, die uns aufwühlen, die wir nicht so gerne fühlen wollen. Und durch diese ganzen Dinge werden wir immer wieder so durchgeschüttelt und gerüttelt. Wie kann uns die Yoga-Praxis jetzt hierbei unterstützen, dass wir mit diesen Herausforderungen besser umgehen können? Und die Erkenntnis, die ich für mich machen durfte, durch das Lernen dieses tollen Ansatzes und vielleicht auch durch den Vortrag, den Flori gerade gehalten hat, dass alles mit unserem Nervensystem steht oder fällt. Und wenn wir es schaffen, mit unserer Yoga-Praxis Einfluss auf unser Nervensystem zu nehmen, dann haben wir den Jackpot, ist so meine Erfahrung. Und Florentin hat das vorher schon erwähnt und ich möchte es nochmal vereinfacht runterbrechen. Bei mir in der Arbeit gibt es dieses Konzept von Rot oder Grün. Und wenn du dir jetzt kurz vorstellst, du bist in der Akutpsychiatrie, dort sind Menschen, die in der größten Krise ihres Lebens sind. Die werden in der Regel gegen ihren Willen zu uns gebracht und sind dann bei uns eingesperrt und sind nicht im grünen Bereich entspannt, sondern sind gestresst, so im Hochstress. Und bei uns ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir Mitarbeiter uns austarieren. Und da wird immer die Frage gestellt, okay, wie geht's dir gerade? Bist du eigentlich gerade grün? Das heißt, in dem Entspannungsmodus des Nervensystems. Oder bist du rot? Weil, wenn ich selbst im roten Bereich bin und da ist ein Patient, der auch im roten Bereich ist, dann wird es krachen. Das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen. Und es geht in meiner Arbeit und in unserem Leben grundsätzlich, denke ich, immer darum, uns in diesen grünen Bereich zu manövrieren. Diesen grünen Bereich, diesen Entspannungsmodus. Und wenn wir in diesem Bereich unterwegs sind, dann können wir mit Ruhe auf Menschen zugehen. Dann kommt vielleicht ein Konflikt mit dem Partner, aber ich muss ihn nicht anbrüllen und beschimpfen, sondern kann versuchen, einen Schritt zurückzutreten, durchzuatmen und dann mich zu entspannen.
Genau, und hier kommt Schritt 1, der wichtigste Schritt immer. Und hier habe ich eine kleine Übung vorbereitet. Das Eruieren des Ist-Standes. Und dazu darfst du jetzt einmal die Augen schließen. Vielleicht möchtest du deine Hände auf dein Herz legen oder auf den Bauch. Und ein kurzes Check-in vornehmen, wo du dich gerade findest im Hinblick auf dein Nervensystem. Bist du eher hier ganz entspannt jetzt, relaxed, im grünen Modus? Oder bist du angespannt, im Kopf unterwegs, merkst du, hast Gedankenkreisen? Und das ist so eine ganz einfache Übung, die du jederzeit üben könntest. Du musst nicht einmal die Hände aufs Herz oder den Bauch legen, sondern atmest ein paar Mal tief durch und checkst ein bei dir. Schenk dir noch einen Atemzug und dann öffne deine Augen wieder. Vielleicht hat sich schon ein bisschen was verändert durch dieses nach innen gehen. Also Schritt 1, eruieren, wo bin ich gerade? Und Schritt 2 wäre dann, dass wir diese ganzen tollen Yoga-Tools, die es vor allem im tantrischen Hatha-Yoga gibt, einsetzen können. Und für mich entsteht hier gerne das Bild des Werkzeugkoffers, aus dem wir unsere ganz unterschiedlichen Werkzeuge herausnehmen können, je nachdem, was wir gerade benötigen. Genau, was brauche ich gerade? Und ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, die ich ganz schön finde. Und da möchte ich noch abschließend kurz in eine Erfahrung mit dir gehen. Wenn du hier schon länger bei uns dabei bist, dann wirst du dich schon gut auskennen. Grundsätzlich können wir mit der Yoga-Praxis schon gut steuern. Brauche ich eigentlich Energie, dann ist es gut, Sanhatha zu üben. Und wir im Studio üben die Sanhatha-Praxis am Morgen in der Früh, weil es dabei wirklich darum geht, uns aufzuladen, hier die Einatmung zu vertiefen. Oder wenn du sagst, okay, heute wäre Ruhe ganz gut, dann könntest du immer die Mondhatha-Praxis üben oder die Ausatmung verlängern. Ganz simpel, doppelt so lang ausatmen wie einatmen. Wenn du dir Erdung wünschst, dann wäre mein Beispiel oder mein Vorschlag an dich, dass du vielleicht eine Runde barfuß mit den Füßen durchs Gras gehst. Ganz, ganz simpel. Es muss nicht immer die Yogamatte sein. Oder dass du in Malasana dich begibst, in den Yogi-Squat und hier die Hände erdest und Kontakt mit der Erde aufnimmst. Wenn wir uns traurig fühlen, dann könnte es helfen, uns mit dem Herzen zu verbinden, vielleicht einmal die Hände aufs Herz zu legen und das Bija-Mantra des Herzens zu chanten, das wäre Yam. Oder einfach das Herz zu öffnen in einer Yin-Yoga-Asana oder in einer anderen Asana. Genau, und eine kurze Übung, die ich noch mit dir machen möchte zum Abschluss. Das ist meine SOS-Übung, wenn ich merke, ich purzle aus der Liebe und ich komme in so komische Zustände von Neid, Eifersucht oder Brand, dann hilft es mir, mit meinem Sankalpa zu arbeiten. Und ich lade dich in diese letzte kurze Übung ein, hier noch einmal die Augen zu schließen, die Hände auf dem Herzen abzulegen, ein paar Mal tief ins Herz zu atmen, vielleicht sogar an die Rückseite des Herzens, das Mutterherz, wie das im Tantra genannt wird. Und im Herz können wir jedes Gefühl tragen. Und dann könntest du im Inneren oder laut folgenden Satz wiederholen. Ich trage Liebe im Herzen. Ich trage Liebe im Herzen.
Ich trage Liebe im Herzen. Dich hier rückverbinden mit dem Herzen, das wir in dieser wunderschönen Sanhatha-Praxis von Julia heute schon erfahren durften. Und dann öffne langsam wieder deine wunderschönen Augen. Komme zurück. Und vielleicht bemerkst du, dass diese kurze Übung schon einen Unterschied gemacht hat. Und so simpel kann Yoga dann sein. Und was so mein Resümee immer und immer wieder ist, dieses Leben wird nicht weniger herausfordernd, aber wir können durch die Yoga-Praxis uns selber immer mehr stabilisieren, in diesen Zustand von tiefer Ruhe, von Herzqualität zurückführen. Und dann schaut die Welt manchmal schon gar nicht mehr so schlimm aus. Okay, das war's von meiner Seite. Ich wollte nochmal Danke sagen, dass sie wirklich immer so fleißig mit uns übt. Und es macht immer wieder so viel Freude, mit euch auf diese Yogamatte zu treten, mit diesem tollen Team, mit unserer tollen Chefin Wanda, an die ich das Wort jetzt übergeben werde.